Dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ah, was soll's. Zehn Bücher pro Jahr und es werden die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was du mir bloß rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorge mir das Rezept von den alten Kreuzen und wir Schnaps Leonier. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, nicht weiß. Alles gut. Gesund, Schulz. Außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert ist. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinken. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ich fand sie inmitten der Schmerzen. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Ich war leicht im Wolf. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand ein Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht da drin. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht in dem Arbeitszimmer. Alice! Genau, bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen. Alice! Sie ist nicht hier. Sie war nicht da, um das zu glauben. Nein, sie ist tot. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass Ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte Ihnen doch nur beim Schreien helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Gordon Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass Sie schreien. Ich sage, was zu tun ist. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein.
Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen, um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich warte auf euch, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür.